Ich heiße euch herzlich willkommen auf meinem Kanal, liebe Community, hier beim Alex Gaming. Ja, letztes Mal sind wir beim Dreschen stehen geblieben, jetzt machen wir mal weiter mit dem Dreschen. Ja. Bin mal gespannt, ob ich das Projekt hier gut durchbringen kann, weil wir spielen ja hier auf schwer und mit dem Season, mit allen drum dran. Wollen wir mal gucken, wie wir das abschließen hier. Lassen wir uns überraschen. Ja, es ist einfach nur ein Versuch, dass wir das hier gut durchbringen. Ihr könnt gerne mal unter meine unter dem Video kommentieren, was ich besser machen könnte hier. Das würde mich freuen. Ihr könnt mir gerne Tipps geben, was ich so ansehen soll und so. Ich habe ja jetzt weiterhin noch einen Helfer laufen auf dem Feld Nummer 30 zum Pflügen, dass ich hier mein Feld abernten kann. Deswegen habe ich hier den Helfer auf Feld 30 den Auftrag Pflügen am Laufen. Wir kriegen ja für den Auftrag hier, können wir ja gerne mal zusammen gucken. Wir kriegen ja 16.276. Ist ja nicht gerade wenig Geld. Ich werde auch später hier die Düngeaufträge abarbeiten alle. Mit dem Ernteauftrag könnte ich mir auch noch vorstellen. Abzuschließen ist ja auch nicht gerade wenig. Irgendwann werden wir uns eine Spritze zulegen. Vielleicht auch jetzt noch in den nächsten 2-3 Videos. Wollen wir mal gucken. Weil wir müssen auch mal gucken, was die so kostet. Wird ja auch nicht gerade die günstige Wahl sein. Da könntet ihr mir mal Tipps geben, welche Spritze ich kaufen soll, ob ich für die Trecker kaufen soll oder für oder die Selbstfahrspritze zu kaufen. Könnt ihr ja mal gerne Vorschlag machen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr mir Vorschläge gibt. Ja. Wow, jetzt habe ich auch noch Frucht zerstört. Läuft. Wollen wir mal eben zu unserem anderen Trecker laufen. Da wo der Anhänger dran ist. Wir werden wahrscheinlich auch die Hirse sofort verkaufen fahren. Weil wir ja Geld brauchen. Obwohl da ein guter Geldbetrag da steht. Ich will mir als nächstes ein Feld kaufen. Das Feld 41 wahrscheinlich und das dann mit der schön zusammenflügen, weil ich will die Felder hier zusammenflügen, dass da mehr Ertrag rauskommt. Geplant ist auch jetzt bald ein Silo zu bauen. Müssen wir nur gucken, was wir für ein Silo hinbauen und geplant ist auch eine Fabrik zu bauen, dass wir auch schön hier, wie heißt es, Kalk herstellen können, weil ich habe hier alles an mit Steine und so, pflügen muss und so. Jo. Wollen wir mal auf jeden Fall sehen, wie das Projekt ankommt, Singleplayer vorerst. Eventuell nehme ich bald 1-2 Mitspieler mit auf der Karte, die ich aussuche, so spezielle Leute. Auf jeden Fall ist das nicht so RP geplant, das Projekt hier. Werden wir mal schauen, was so abgeht. Werden wir uns mal so überraschen lassen, wie ich das hier durchziehe, wie ich das hinkriege, ob das klappt. Werden wir uns überraschen lassen.
Ne? Ach, hihi. Bin ich hohl. Will das dreschen, wo ich schon bedroschen habe. Läuft bei mir. Ihr seht ja, dass hier noch Unkraut ist, aber ich habe das leider zu lange wachsen lassen. Habe ich nicht darauf geachtet, dass hier Unkraut drauf ist. Mir passieren auch leider Fehler. Das ist ja normal. Mir können ja auch mal Fehler passieren. Auf jeden Fall finde ich einfach nur Respekt, was ihr immer für einen Support da lässt. Ihr seid auch immer fleißig mit am Mitzocken. Das freut mich besonders. Natürlich hoffe ich, dass bald eine gescheite, eine schöne Modkarte rauskommt, da wo man schön drauf ein RP zocken kann. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn da bald jetzt eine Modkarte kommt, dass ich das RP-Projekt starten kann. Wir haben uns da auch überraschen lassen. Weil ich finde, dass auf der Standardkarte ist halt nicht so Standardkarten nicht so schön, die RP-Projekte zu machen, weil die sind irgendwann auch mal langweilig, die Karten, und ich will auch nicht nachhinein auf eine schöne Modkarte umziehen. Das möchte ich nicht so gerne. Ich will da lieber direkt auf die richtige Karte warten oder wo man auch durchgehend das RP-Projekt durchziehen kann. Wie gesagt, liebe Community, ihr könnt auch gerne mal kommentieren, was ihr so gerne sehen wollt. Auch auf meinen Hauptserver. Was ihr gerne sehen wollt auf meinem Kanal. Weil der YouTube-Kanal soll hauptsächlich nur LS sein. Da könnt ihr auch mal gerne kommentieren, was ihr gerne so sehen wollt, was ich so auf der Karte machen soll. Könnt ihr gerne reinschreiben in die Kommentare. Würde mich freuen. Wir haben uns einfach überraschen lassen, wie das Projekt klappt. Auf jeden Fall, liebe Zuschauer, sorry, dass ich so wenig rede in den Streams und in Videos, weil ich weiß teilweise nicht, was ich so erzählen soll. Ich bin eher so ein ruhiger Typ. Ich hoffe, euch macht das nichts aus. Nein, nicht schon wieder alles kaputt fahren.
So, wie es weitergeht, seht ihr auch in der nächsten Folge. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, euer Alex Gaming. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.